Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zur Let's Play Need for Speed Unbound. Und wir machen heute ein nächstes weiteres. Was für dich? Ist es ein Pony? Oh mein Gott, bitte sag, dass es ein Pony ist. Es stecken einige Pferdestärken unter der Haube, wenn das zählt. Nissan Silvia, Lust? Oh ja. Kann ich an meinen Drifts arbeiten. Standort? Hab es. So. Hey, schon gehört? Die haben gerade ein paar Rennfahrer verhaftet. Scheinbar haben die nichts Besseres zu tun. Stephenson wird nicht nachgeben. Das Ganze wird jetzt nur noch krasser werden. Keine Sorge. Mir wird sie die Tour nicht so leicht vermiesen. Hey, ganz im Ernst. Sei vorsichtig, ja? Ich will dich nicht deswegen verlieren. Wirst du nicht. Ich schaff das, Ryder. Okay, ich vertraue dir. Pass auf dich auf. Die wäre eine Sprungschanze. Ja, damit kann man auch leichtes Geld verdienen. Wir müssen halt jetzt anfangen, Geld zu sammeln. Und das ist genau das, was ich jetzt versuche zu tun. Ich muss mal dringend auf die andere Spur, hä? Der Mick. So. 6000 bei Gold, aber theoretisch möglich. Scheiße! Ich muss mal dringend ein bisschen aufpassen, gerade. Gerade wenn ich immer im Driften bin. Leider nicht ganz Gold. Wegen dem Scheiß. Das war jetzt nur wegen dem Scheiß Checkpoint verpassen. Wenn ich ihn nämlich geschafft hätte, wäre es ohne Probleme möglich gewesen. Na dann, auf neue Neues. Oh, ey. Das schaffe ich nie, das Ding, oder was?
Ich glaube, die haben halt verkackt gerade. Wir haben gerade da massig Geld Zeit liegen gelassen. Mann! Ich mache so viele unnötige Faktfehler da drin, ey. Probier es nochmal. Ich will die Kohle haben. Leider kriegen wir nicht immer wieder die 5000, dass man die Dinger spammen kann. So, probieren wir es nochmal. Also wie gesagt. Ja, wenn du hier sauber durchkriegst, ballerst du das Ding ohne Probleme durch eigentlich. Also wir haben es auf jeden Fall geschafft. Vor Kunde, check. Vor Nissan, check. Vor Ryder? Auch check. Habe ich dir schon gesagt, was für gute Arbeit du leistest? So, wie viel Kohle haben wir jetzt? 6000. Also sind wir jetzt bei 10 knapp. Und ich brauche, ja, wir haben ein A-Auto. Wir haben ein A-Auto, ne? Ja, das Problem ist diese, die Old Town Road. Die könnten wir locker schaffen, wenn wir nicht unnötige Fehler da machen müssen. So, das kann, ist natürlich immer schwierig, ne? Hier haben wir nochmal Riding the L. Was haben wir denn hier? Lakeshore Express. Power. Ja, wir müssen halt dringend gehen. Hier haben wir noch einen Drift-Event, ne? Konkurrenzkampf. Das haben wir, glaube ich, schon lange nicht gehabt. Haben wir da aber nicht. Hey, gibt es sowas wie einen Mitarbeiter des Monats? Mit Belohnungen? Klar. Du musst eine Woche lang die Opossum-Fallen nicht lernen. Wow. Danke, Boss. Peace. Hey, Kiddo. Wenn du vor dem großen Rennen noch Cash brauchst, hätte ich einen 488er Ferrari, der raus muss. Ein genialer Wagen. Und die Bezahlung ist auch gut. Bella, bella. Italienisch? Wie kultiviert von dir. Habe ich von der Pizza-Werbung. Ich schick dir gleich die Infos. Jo, dann machen wir das doch mal wieder so ein bisschen. Dann machen wir heute ein bisschen Lieferung. Was hat er gebracht? 6000 haben wir uns. Scheiße, den habe ich nicht gesehen. Oder sind wir mal zu spät? Wo wir gerade bei Lieferungen waren, ne?
Da wird jetzt gerade niemand mehr irgendwas geliefert bekommen. Wieder verleiten lassen. Schön mal kurz die Böller hier wegballern. So, gucken wir mal gerade. Ja, Hilfe. So, wo steht die Karre jetzt? Da. Oh ja, Ferrari. Ferrari 488 Pista aus dem Jahre 2019. Wir kriegen wieder 6000, weil den unter 1,45 abliefern. Sollte machbar sein, dass es mein erster Versuch ist. Das wird das Ding zeigen. So, ich wollte die Tankstelle mitnehmen, eben kurz. Wenn wir schon mal hier oben irgendwo sind, nehmen wir Dinge mit. Ich werde jetzt nicht viel Geld in mein Auto stecken. Ich werde jetzt Rennen fahren, wo es machbar, die machbar sind. Oder Sachen machen, die machbar sind, wenn wir die 50.000 verdienen wollen. Bisher haben uns die Cops auch noch nicht einmal kassiert. Problemlos. Die 6000 nehmen wir mit. So, wo steckt man hier oben? Das heißt, wir können dahin direkt. Ja, der Kunde war absolut begeistert. Hast du eine Minute? Klingt nö. Nicht gut. Nein, ich meine, hab mit Tess über dich und Jas geredet und nachgedacht. Ich denke oft darüber nach, was passiert ist, was ich gesagt habe, was Jas gesagt hat. Ja, das war ziemlich heftig. Nicht du, sondern einfach alles andere. Ja, ich war nicht gerade nett. Und damit muss ich wohl leben. Aber wenigstens habe ich dich noch. Und das wird so bleiben. Aber nur solange du weiter Aufträge für mich hast. Wagen-Upgrades bezahlen sich nicht von selbst. So materialistisch bist du also. Bis später. So, wir suchen die Garage auf, weil wir machen heute Feierabend. Es sind immer wieder kurze Folgen, ich weiß das. Liegt aber daran, wie gesagt, dass ich auch ein bisschen was vorbereiten muss an Folgen. Weil ich nicht mehr 2 Wochen Urlaub fliege. Da Material kommen soll und da soll im Idealfall alles kommen. So, 2 Autos abgeliefert. Ich fuhr zu schnell und dann kamen die Cops und befahlen mir, über ihren Lautsprecher rechts ranzufahren. Aber mein Auspuff, die Mucke und der Heli über mir waren so laut, dass ich das gar nicht hören konnte, ja? Ich habe dann mein Fenster runtergelassen und rausgerufen, ich habe nichts falsch gemacht. Hatte ich aber. Sicher, dass ich das hören muss? Und seitdem fahre ich nicht mehr. Hey, kannst du mich zu Ricky's Ribs fahren? Hab Hunger. Verdammt, Tess. So, okay. Ich bin raus für heute. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Und dann gucken wir mal, was wir so noch als nächstes fahren. Wir haben hier noch ein paar Events offen. Hier ist wieder so ein Garagen-Hallos-Versteck. Hallo, die haben wir. Ja, wir haben Hallo. Bisher leider nicht machen können, weil es gab einmal die Cops dazwischen kamen und einmal noch irgendwas anderes war. Oder zweimal sogar die Cops dazwischen kamen. Haben wir dann hier noch.
Habe ich überhaupt noch. Blöde Frage, habe ich überhaupt noch B-Events? Habe ich überhaupt noch B-Events? PC City Black, das haben wir ja schon. Vor allen Dingen null. Aber dafür kriegen wir ein Plymouth Barracuda. Warte mal kurz. Ich kann wieder Geld machen, ich kann die Karre verkaufen. Ich muss das Auto sowieso wechseln. Gut, trotzdem bin ich in der nächsten Folge, bin ich raus und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann holen wir uns das Auto. Hallo? Oh. Willst du noch eine Abholung machen? Ja. Für den Wagen. Warum nicht? Super! Das wird. Ja, das machen wir trotzdem jetzt in der nächsten Folge. Ich bin raus, Leute. Wir sehen uns dann wieder bei Let's Play Need for Speed Unbound.